Wenn wir heute einen Abschnitt aus dem Buch Deuteronomium hören, wie eine Abrundung der ganzen Exodus-Geschichte, die wir in den letzten Wochen durchgegangen sind, dann hat das eine eigene Spannung, denn dieses Buch wird sehr viel später aufgeschrieben. Nicht, dass man, wie man kurzschlüssig meinen könnte, dass man sich hinsetzt und diese Texte einfach hin erfindet. Nein, man ordnet die vorgegebene Geschichte neu und schreibt sie auf. Deshalb heißt es hier am Anfang, wenn Mose zum Volk sagt, forsche doch einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind. Also die ganze Geschichte des Heils wird angeschaut. Aber die Spannung ergibt sich, wenn man überlegt, in welcher Situation sie angeschaut wird. Am Ende unserer Lesung hören wir, damit es dir und deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. Gerade ist zumindest ein Großteil der Oberschicht weggeführt worden in die babylonische Gefangenschaft. Und dann schreibt man einen solchen Text auf. Was angesichts einer Katastrophe, wie sie vorher nicht denkbar war, dass das Heiligtum des einen einzigen lebendigen Gottes zerstört wird, obwohl er versprochen hat, dass sein Name dort wohnt, dass das Land seinem geliebten Volk gegeben wird, für immer, dass der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit, dass es plötzlich besetzt ist und in andere Hände fällt. Angesichts dessen wird die grundlegende Geschichte neu erinnert und die eigene Katastrophe wird hingeordnet auf diese Geschichte. Wir nennen das in der Regel Identität. Und damit ergibt sich eine sehr spannende Frage für uns heute. Ob wir in unseren Katastrophen, nicht nur in den je persönlichen, sondern etwa auch, das kann man schon Katastrophe nennen, wenn man die Zahlen anschaut, eine Situation, sagen wir es neutral, durch die die Kirche unserer Zeit geht, hierzulande zumindest, ob wir eine Identität besitzen. Haben wir eine Grundlage, auf die hin wir uns neu orientieren können, die uns eine Zielrichtung gibt und auch einen Halt verleiht?